erste Runde zwischen Roy Jones in der schwarzen Hose mit dem goldenen Streifen und dem Herausforderer Thomas Tate in der weißen Hose. Oh, da gehen beide gleich zur Sache. Jones gilt als eines der größten Boxtalente. Er kann alles. Hat schnelle Fäuste, schnelle Beine, gute Augen. Er steht fast deckungslos da. Er trifft genauer. Und da hat er ihn schon angeschlagen, den Thomas Tate mit der Rechten. Ist natürlich auch ein Gefühl, wenn man weiß, den Burschen habe ich schon mal vor Jahren als Amateur klargeschlagen. Atmet tief durch, der Thomas Tate. Läuft also nicht ganz so, wie er es gern möchte. Die Order hieß angreifen. Und den Zauberkünstler aus Pensacola nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Da ist Thomas Tate schon in Schwierigkeiten. Bursche hat immerhin einen guten Rekord. 29 Siege, nur 2 Niederlagen, Profi seit 89. Genauso lange im Profigeschäft wie der Weltmeister Roy Jones. Mit beiden Fäusten attackiert Roy Jones. Klar schon der bessere Mann und er macht das deutlich. Gott, mit 6 Jahren hat er angefangen zu boxen. Der Vater, Roy Jones Senior, brachte ihn dazu. Er war auch dann die ganze Zeit sein Trainer und sein Manager. Aber dann haben sie Streit gehabt, die beiden. Und als er Weltmeister wurde, da war der Vater nicht mehr in der Ecke dabei. War nicht dabei. Und auch hier in Vegas ist er nicht dabei. Was sagte der Junge dazu? Gott, wenn er kommt und wenn er wünscht, mit mir zu reden, das ist fein. Kommt er nicht, tut das nicht, das ist auch fein. Ein selbstbewusster Bursche. Und das war die Rechte, die schwere Rechte, die das ganze Konzept von Thomas Tate schon durcheinander brachte. Dann kam die zweite. Er trifft fast beliebig, fast so, wie er will. Und das Ziel von ihm ist es ja, er will den großen Super-Mittelgewichtsweltmeister James Toney noch in diesem Jahre herausfordern. Das war die Überraschung. Richard Steele zählt. Nein. Hat das noch Zweck? Er fragt ihn. Und da kommt die Ecke. Da kommt Eddie Mustafa Muhammad, der Trainer. Und da hat er gewonnen. Sieger in der zweiten Runde nach 30 Sekunden durch technischen K.O. Roy Jones Jr. Ja, und der Fight. Toney
gegen den jungen Mann, gegen Jones. Der ist ja schon im Gerede. Der wird schon kalkuliert, der wird schon gerechnet. Und das wäre natürlich dann eine große Knallnummer. Ja, da ist er, der enttäuschte Thomas Tate. Das hatte er, das hat sein neuer Trainer, der Eddie Mustafa Muhammad, der frühere halbjährige Weltmeister, so sich nicht vorgestellt. Ja, das Ganze geht schneller, als erwartet wurde. Ursprünglich hieß es im Programmfahrplan so, nach jedem Fight, spätestens nach 7 Minuten, sollen dann die nächsten Kämpfer im Ring sein. Aber der Fahrplan kommt jetzt ein bisschen durcheinander. Und da ist der Weltmeistergürtel, den er zum ersten Male verteidigt hat. Roy Jones Junior. Also, wir reden von Rising Stars, von aufgehenden Sternen. Und wenn es die gibt, und die sieht man heute hier, dann sieht man auch das Gegenteil. Dann sieht man auch die Sternschnuppen, die Verlierer. Da war der linke Haken. Das war der entscheidende Schlag, der über den rechten Deckungshandschuh von Thomas Tate an die Kinnspitze rutschte. Da kommt er. Noch einmal. Da war er wieder. Wischte einfach den rechten Deckungshandschuh beiseite und traf dann.